So, da sieht man sich wieder. Ich hatte bei der Ankunft hier schon mit diesen Automaten in Hongkong zu kämpfen, denn auch wenn da alles diverse Zahldinger dran stehen und wenn man hier eine Taste drückt, kann man sogar über WePay und was nicht alles die QR-Code scannen und dann über eine App scannen und dann, das ist irre, und dann kommt das, poppt das einfach raus. Aber ich habe hier jetzt die Octopus-Card von der U-Bahn und damit kann man es einfach dran halten und zahlen. Es gibt viele interessante Sachen. Ich hätte mir am liebsten hier solche Teedinger genommen, aber die sind halt leider alle nicht verfügbar. Und so eine ganze, ich habe gerade erst so einen halben Liter Wasser gekext, aber eine kleine Nestea-Eisdose muss noch sein. Nestea Lemon Tea. Sehr kreativ von der Wortfindung. Wir gucken einfach mal drauf. Ich lese auf der Rückseite, ich hoffe, der Ton fährt hin. Ich bin hier nämlich vor dem Hongkong Palace Museum. Wer sich jetzt denkt, Hongkong, Moment, hatten die nicht einen Gouverneur? Wieso kommt da jetzt auf einmal ein Palast daher? Das ist ein normales China-Geschichtsmuseum, wo dann einfach über geredet wird, über verbotene Stadt, über jede Menge Porzellan, jede Menge, also das ist ja, ich will nicht sagen der Vor- und der Nachteil von chinesischen Museen oder sowas, aber dadurch, dass die ja anders als wie wir das im Westen gewohnt sind, halt nicht über ihre Geschichte viel in andere Länder eingefallen sind, ne? Ich meine, britisches Museum, ne? Kann man ja, sieht man ja alles aus der Welt. Ist das hier ein bisschen, naja, haben die halt nur ihre eigene Geschichte und sowas. Und wer sich wundert, heute, was ist denn das für eine grausame Tonqualität? Ich habe gerade echt nichts anderes dabei, außer iPhone 15 Pro Max und nutze jetzt mal, wo ich hier stehe, die Frontkamera, weil ich nicht gerade groß rumlaufe. Trotzdem wird das natürlich auch ein Faultierland-Video. Ich wollte aber jetzt auch noch die Geschichte von dem Hongkong Palace Museum reinbringen. Kann man, muss man nicht. Auch interessant war, genau bis gestern hatten die jetzt über Monate noch die, keine Ahnung, Rembrandt und Van Gogh-Ausstellungen da. Heute genau schon geschlossen und alles abgebaut. Naja, egal. Was ich ja noch rausbringen wollte, einmal hier diese Lemon-Ice-Tea-Nummer jetzt probieren. Ich gucke einfach mal die Frontkamera, kriege das einigermaßen eingescannt, dass man da was an Inhaltsstoffen sieht. 315 Milliliter haben die Dosen von, zumindest hier in Hongkong. Auch in Hongkong. Und in Macau darf es verkauft werden. Macau Coca-Cola Beverage füllt das ganze Zeug anscheinend ab. Und als Inhaltsstoffe kriege ich hier per Serving 111 Kilokalorien für die ganze Dose. Bedeutet, runtergerechnet, durch 315 pro 100 Milliliter geben sie es leider nicht an, nur 6% des Tagesbedarfs. Weiß ich jetzt also nicht, muss ich jetzt tatsächlich rechnen. Also tun wir mal einfach mal so, als ob es 36, 35 Kilokalorien sind. Das ist ordentlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und bevor jetzt die Busse da hinten starten, ich könnte ja schnell einen Cut machen, aber ansonsten einfach mal 15 Sekunden vorspringen, während ich jetzt hier einmal durchlaufe durch die netten kleinen Chinesen-Omas und Tanten, einmal durchflitze und mich dann doch einfach mal hier schnell hinsetze. Hinter mir der lustige Parkplatz. Übrigens, ich müsste, glaube ich, mal ein komplettes Hongkong-Video machen. Ich glaube, so viele Verbrenner auf einem Haufen habe ich in den letzten Tagen noch nie gesehen. Das sind ja wirklich alles Verbrenner. In Shenzhen ist die Elektroquote echt, echt hoch. Aber ich sag mal, was anderes. In Peking sah es letztes Jahr komplett anders aus. So, genau, der Bus fährt weg. Wir schnüffeln mal an unserem Lemon Tea. Man riecht sofort, es ist Eistee. Es ist Lemon und das ist ja eigentlich total bescheuert. Ich habe mich eigentlich nur noch hingesetzt, um einmal kurz die Dose aufzumachen. Aber jetzt ist man doch in Hongkong. Jetzt möchte ich doch was anderes zeigen, als nur das Untergeschoss dieses Palasthotels. Deswegen kurzer Cut. Und jetzt stehe ich wenigstens wieder in der Sonne. Kriegt die zwar auch so ein bisschen ins Gesicht, aber dahin für hinten, ne, hier unser größter Turm in Hongkong und so ein bisschen Skyline kann man da im Hintergrund noch erahnen. Da ist hinten ist das Weihnachtsbaumhochhaus oder das Zentral oder Central. Da sind die ganzen Rolltreppen, aber darum geht es ja gar nicht, sondern jetzt endlich in toller Atmosphäre der erste Schluck von Nestea Lemon Tea aus Hongkong. Wir gucken mal. Zuckerwasser. Kein Wunder, dass das Ding so viele Kalorien hat. Ich habe mich für einen Eistee doch ein bisschen gewundert, aber das Ding sprudelt nichts, schäumt nichts. Es ist normal Eistee, es ist Zitroneneistee, aber das, was ich vorhin mit dieser Coca-Cola Plus Zero Sugar eingespart habe, kriege ich jetzt mindestens doppelt hier wieder zurück. Aber ich muss mir ja keine Gedanken machen, denn diese Coca-Cola Plus verhindert ja hier die Fett- und Zuckeraufnahme von dem Ding. Also sehr schön. Ach ja, und auch das passiert immer wieder. Auch immer noch hier. Ne? Man wird einfach gefragt,
ne, ein anderer deutscher Journalist aus der Reisegruppe. Und dann kommt eine Asiatin und möchte einfach ein Foto und freut sich einen Keks. Allein, wenn man natürlich schon etwas größer aus ist, ne, dann springen die ja total drauf an. Also das ist einmal noch sehr, obwohl die ja in Hongkong das halt gewohnt sind, ne, gerade da. Aber man darf ja auch nicht vergessen, nicht jeder Chinese in den großen Städten ist halt, lebt da ja auch. Das sind dann auch viele, die oft zu Besuch da sind oder auf Touri-Nummern sind oder sowas. Ne? Die machen dann ja halt einfach, und die sehen dann oft, auch heutzutage immer noch zum ersten Mal große Menschen oder überhaupt Langnasen. Das ist immer wieder schön. Was ich aber nur sagen wollte, es war eine gute Idee. Das Ding kühlt schön, es ist genau richtig, jetzt sich so einen Lemon-Eistee zu geben. Finde ich hervorragend. Ja, kann man trinken. Aber nicht zu viel, sonst ist man wieder plüschig. Gut, das war jetzt diesmal eigentlich weniger ein Getränkevideo, sondern eher schon so ein halber Hongkong-Erfahrungsbericht. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!